Wie ein riesiges Flugzeug auf kleinen Reifen landen kann. Flugzeuge sind etwas Mysteriöses. Unfassbar schwere Metallgiganten am Himmel. Nicht nur proppenvoll mit Leuten, sondern auch aller möglichen Elektronik und vollgestopften Gepäckfächern mit übergroßem Handgepäck. Und Kindern. Okay, nicht wirklich. Was mich am meisten irritiert, sind Flugzeugreifen. Ernsthaft? Ich meine, verglichen mit dem Rumpf sind die winzig. Wie halten die all das Gewicht und Tempo aus? Okay, schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ein Flugzeug sich zur Landung bereit macht. Noch in der Luft sinkt die Geschwindigkeit mehr und mehr. Das ist, wenn deine Ohren taub werden. Außerdem kommt es dir vor, als würde sich die Maschine plötzlich im Schneckentempo bewegen, wenn sie eine Sekunde zuvor doch fast die Schallmauer durchbrochen hat. Vom Cockpit aus verlangsamen die Piloten die Maschine noch mehr und bereiten das Fahrwerk für die Landung vor. Das ist ein komplexer Mechanismus aus strukturellen Komponenten, Energieabsorbern, Bremsen, Hydraulik und natürlich den Rädern und Reifen. Von deinem Platz aus kannst du ein entferntes Robotergeräusch hören. Das sind das Fahrwerk und die Landeklappen. Wenn das Flugzeug dann kurz vor der Landung steht, zeigt seine Nase nach oben. Kommt dir das nicht eingängig vor? Denk doch mal an Wasserski. Wenn Ski sich über die Wasseroberfläche bewegen, sind sie nach oben gebogen. Ansonsten würden sie unter Wasser tauchen. Das gleiche gilt für Flugzeuge. Kurz vor der Landung müssen Piloten die Flugzeugnase in den Himmel richten, damit sie die Maschine nicht abwürgen. Außerdem senkt das Ausrichten der gesamten Oberfläche an Tragflächen und Bauch weiter die Geschwindigkeit. Wie auch immer. Einige Sekunden später berühren sämtliche der 300 Tonnen noch immer bei 270 km pro Stunde den Boden. Stell dir ein voll mobilisiertes zweistöckiges Haus vor, das pfeilschnell auf den Boden zurast. Das muss ein Aufprall sein. Und trotzdem platzen diese vergleichsweise kleinen Reifen nicht unter diesem enormen Druck. Diese beeindruckende Leistung hat mit dem Material zu tun, aus dem die Reifen bestehen, dem Gas, mit dem sie befüllt sind und der Art und Weise, wie sie aufgepumpt werden. Um einen Flugzeugreifen zu machen, verwenden Hersteller eine Mischung aus verschiedenem Kunstkautschuk. Der macht die Reifen so stark, dass sie locker mit einer 38 Tonnen Ladung umgehen können. Hast du nicht gerade 300 Tonnen gesagt? Hey, cooles Gedächtnis. Ja, habe ich. Aber denk dran, so ein Jumbo kann zwischen 14 und 22 Rädern haben. Und sie sind langlebig. Ein Flugzeug kann bis zu 500 Mal landen, bevor seine Reifen eine neue Kautschukschicht brauchen. Doch was sie so hart macht, ist vor allem Nylonschnur unter dem Profil sowie spezielle Alustahlverstärkerungen. Dann ist da noch das Gas in ihrem Inneren. Das ist kein Sauerstoff. Bei sehr niedrigen Temperaturen könnte der in den Reifen vereisen. Natürlich müsste die Temperatur dafür extrem sein, ungefähr minus 220 Grad Celsius, aber man weiß ja nie. Was hohe Temperaturen betrifft, wie beim Bremsen, die könnten eine Reaktion zwischen Sauerstoff und dem Gummi auslösen. Vermischen diese beiden sich, wird der Gummi schwächer. Und niemand will schwache Flugzeugreifen, die können explodieren. Deshalb werden diese Reifen mit Stickstoff gefüllt. Der reagiert nicht mit Gummi, was ihn zur sicheren Option für Flugzeuge macht. Außerdem tritt er nicht so schnell durch den Gummi wie Sauerstoff. Soll heißen, Reifen mit 95% Stickstofffüllung halten länger. Und das sind gute Nachrichten, denn dadurch brauchen sie weniger Wartung, was Fluglinien Geld spart. Jetzt ist der Druck in Flugzeugreifen 6-mal höher als in deinen Autoreifen. Er beträgt 13,8 bar und das entspricht etwa dem, was du beim Tauchen in 140 Metern Tiefe fühlen würdest. Oder eher nicht fühlen würdest, da ein Mensch nur maximal 3,5 bar aushält. Doch Flugzeugreifen werden unter so hohem Druck nur stärker. Es ist nahezu unmöglich, einen Reifen bis zum Platzen aufzupumpen. Es stimmt, dass Überpumpen die Bodenhaftung senkt und den Druck auf die Flugzeugräder erhöht. Doch platzt ein Reifen, liegt das in den meisten Fällen daran, dass er nicht genug aufgepumpt war. Doch selbst wenn dir das passiert, würdest du es wahrscheinlich gar nicht merken. Denk dran, ein großes Flugzeug wie ein Airbus A380 oder ein Boeing 747 hat massig Räder. Und versagt eines davon, landet die Maschine noch immer sicher. Es gibt noch einen Grund, aus dem Flugzeugreifen stark und langlebig sein müssen. Setzt eine Maschine auf, rollen seine Räder nicht sofort, sie schlittern nur. Mit anderen Worten, das Flugzeug schleift sie hinterher, bis es langsam genug ist, um dass die Räder sich drehen können. Deshalb siehst du das Fahrwerk nach der Landung auffallen. Das ist der Moment, wenn sie beschleunigen, um auf die Landegeschwindigkeit zu kommen. Die ganze Landesituation führte außerdem dazu, dass Reifen Rillen haben. Hätten sie Blockmuster wie Autoreifen, würden diese ganz einfach abfallen, sobald die Maschine aufsetzt. Der stärkste Reifenverschleiß tritt auf, wenn der Gummi in Kontakt mit der Landebahn kommt.
Übrigens, ist dir aufgefallen, wie winzig und dünn, verglichen mit dem Flugzeugrumpf, die Reifen sind? Keine Sorge, sie haben genau die Größe, die sie haben müssen. Größere Reifen hätten keinen Sinn, da sie die Landung weder effektiver noch sicherer machen würden. Außerdem würden sie ein Zusatzgewicht bedeuten. Du weißt sicherlich, dass ein Flugzeug mehr Treibstoff verbraucht, je mehr Gewicht es hat, was wiederum mehr Kosten bedeutet. Also arbeiten Flugzeugingenieure an Kleinreifen, die so sicher wie möglich sind. Nach ihrer Herstellung werden Flugzeugreifen immer getestet. Die Hersteller kreieren Computersimulationen, die überprüfen, wie Reifen sich bei zu hoher Geschwindigkeit oder Übergewicht verhalten. Sie müssen einem Druck standhalten, der viermal so hoch ist wie der übliche und sollten in dieser Situation mindestens 3 Sekunden standhalten. Die allerstärksten Reifen hingegen sollten nicht mal bei einer Landegeschwindigkeit von 460 km pro Stunde platzen. Die gleichen Computerprogramme finden heraus, wie Reifen auf normale Landungen, Starts und sogar Rollfahrten reagieren. Dann entsteht ein Prototyp. Und trotzdem sind Flugzeugreifen nicht vollkommen sicher vor dem Platzen. Unfälle sind schon vorgekommen. Und Flugzeuge sind von der Landebahn geschlittert, nachdem ein Reifen während der Landung geplatzt ist. Es gab auch schon in der Luft geplatzte Reifen. Denn ist es nur das, ist das nichts Schlimmes. Doch Reifenbruchstücke können in die Triebwerke geraten und den Rumpf beschädigen. Dann wird so eine Situation sofort sehr viel gefährlicher. Abgesehen davon gerät eine Maschine aus dem Gleichgewicht, wenn ein oder mehrere Reifen beschädigt sind, was das Fahrwerk zusätzlich belastet. Schlimmstenfalls müssen nach einem solchen Vorfall sämtliche Reifen, auch die guten, ersetzt werden. Flugzeugreifen sind unbestreitbar cool, aber manchmal brauchen sie etwas zusätzliche Hilfe. Ich spreche von Aquaplaning, einer Situation, die auftritt, wenn die Landebahn mit einer Wasserschicht bedeckt ist, die verhindert, dass die Maschine rechtzeitig bremsen und anhalten kann. Sie schlittert einfach weiter, ohne jegliche Bodenhaftung. Das gleiche kann einem regnerischen Tag übrigens auch deinem Auto passieren. Deshalb haben manche Flughäfen Rillen am Boden. Das Wasser fließt da hinein, was das Rollfeld weniger rutschig macht und Aquaplaning verhindert. Piloten zufolge ist der Unterschied zwischen gerillten und ungerillten Landebahnen immens. Und all das klingt für mich ziemlich groovy. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.